Hi, das hier ist jetzt kein Aushängeschild dafür, dass ich übelst weit fahre, um dort zu arbeiten. Ich bleibe tatsächlich bei mir in der Umgebung. Nur jetzt bin ich in Frankfurt. Das ist auf jeden Fall ein Video dafür, was meine Videos bewirken, weil derjenige nämlich mit Kfz zu tun hat und nichts mit Elektrotechnik bei der Haussanierung und so weiter, aber hat sich meine Videos angeschaut, die Schaltungen, Steckdosen und so weiter und so fort, sodass er mich am Ende hier nach Frankfurt gebeten hat, um den Sicherungskasten auszutauschen und noch Netzwerkdosen und Satellitendosen anzuschließen, da ihm LSA-Anlegewerkzeuge fehlen, Abmantelungswerkzeuge dafür. Und Netzwerkschrank soll ich auch in dem Zuge machen. Dann haben wir ein bisschen geschrieben, dass Hotelkosten übernommen wurden, werden, die Anfahrtkosten plus Abfahrt. Ich bin jetzt 3 Nächte hier gewesen. Heute mache ich noch die letzten Züge mit Netzwerkdosen, Sattdosen anschließen. Dann noch die Schaltung für Außenbereich und hier die Heizungsschaltung könnt ihr gleich auch sehen tatsächlich. Und ich habe im Hotel gefragt, ob ich noch eine Nacht bleiben könnte, wenn es denn sein sollte, obwohl ich jetzt ausgecheckt habe. Aber die hätten auf jeden Fall noch einen Platz frei. Die haben so viele Zimmer, deswegen wäre das kein Problem, wenn ich doch am Ende des Tages zu müde wäre, um nochmal 4 Stunden bis nach Wolfsburg zu fahren. Ihr müsst wissen, wo ich hier die Bilder gesehen habe, komplett top. Steckdosen hat er installiert, Lichtschalter hat er gemacht, Bewegungsmelder, Treppenbeleuchtung, der hat mit einem Laser eingegipst, die Dosen und so weiter. An der Stelle hing der alte Sicherungskasten, ich kann ja mal ein Bild einblenden. Und das hat ihm vom Platz nicht gereicht, weil eventuell noch PV und Wallbox nachgerüstet werden sollte und neue Leitungen gezogen wurden. Einige alten wurden einfach beibehalten, das ist auch kein Problem gewesen. Und dann habe ich gesagt, gut, wir hätten auf jeden Fall jetzt in der Form alles bestückt, was im Haus ist. Plus wir haben noch Platz, eventuell einen 4-poligen FILS für eine Wallbox hinzumachen. Passt noch ein FI-Schalter, Leitungsschutzschalter für einen Wechselrichter. Deswegen kann er oben erstmal offen lassen. Die Leitungen liegen alle tatsächlich unter Putz. Sogar hier die Steigleitung liegt unter Putz, welche nicht erneuert wurde. Aber das ist auch Sache, wo der sowieso nicht ran konnte und bräuchte immer Strom in dem Aspekt. Und deswegen ist das so. Der Hausanschlusskasten, der befindet sich hier im Technikraum. Hier haben wir auch jetzt schon Licht, beziehungsweise der musste immer umstecken. Der hat zwar neue Leitungen gezogen, hier ist die Wand schon fertig, deswegen macht es auch übelst keinen Sinn, irgendwie die Steigleitung, welche da entsprechend geht, neu zu machen, weil die in den Wänden liegt. Ich habe mir auch einen Schraubendreher vorbereitet, um eventuelle Sachen mal aufzumachen. Die Steigleitung ist nämlich vieradrig. Wir haben hier ein TNC-Netz. Ich habe jetzt im unteren linken Anschlussraum aufgetrennt zwischen Neutralleiter und Schutzleiter. Alle Leitungen sind 3- bzw. 5-adrig gezogen worden. Somit laufen noch alle Fehlerstromschutzschalter. Das wird im Endeffekt dann auch wieder plombiert. Hier sieht man, geht die Leitung in Estrich rein und wurde da entsprechend verlegt. Und dann bestimmt unterm Boden. Das wäre halt auch ein Aufwand, diese Leitung hier neu zu machen. Zählerwechsel findet auch im Endeffekt statt. Dann kriegt er einen digitalen Drehstromzähler, EVU plombiert und dann sollte das alles hier in Ordnung sein. Sonst hat er hier aus der Wand auch diese Telefonkabel und die geht einmal hier in die Box. Von da geht das Kabel entsprechend hier in die Box rein. Von da geht es dann hier auf diesen Verstärker, von da dann hier drauf, wird auf 2 Parteien aufgesplittet, geht einmal hier irgendwo hin und hier noch in die Dose, wo man Internet bezieht, wo auch aktuell über diese hier die Dose nach da geht. Das ändern wir aber tatsächlich mit dem Router, der kommt nach oben hin, weil der hat sich überall die Netzwerkdosen hingemacht. Aktuell nimmt er von da Internet, von dieser Netzwerkdose, von dieser Satellitendose. Und ist da eben auf seinem Router drauf. Aber wir haben auch noch LAN-Ports, sieht man ja. Und von da aus kann man dann auch im Endeffekt dann auf den Netzwerkschrank gehen, welchen ich da vorbereitet habe. Den gucken wir uns auch gleich an. Hat er mir auch Bilder geschickt, was er schon mal vorbereitet hat. Dann war ich noch bei Hornbach, nachdem ich die Schraubenlänge und so weiter wusste und welche Größe man benötigt und alles. Und alles reibungslos funktioniert. Na, hat er gleich mal seine ganzen Gewindegänge hier draußen. Hier sieht man auch der fette Pennleiter, bestimmt Alu. Und dann haben sie da braun, schwarz und blau. Und hier sind die NH-Sicherungen. Und dann haben wir auch braun, schwarz, blau als L1, L2, L3, den Penn. Und dann noch der Schutzleiter, welcher als Erdungs...
Leiter hier runter geht und dann hier zur Potentialausgleichsschiene geführt wird. Und von dieser Potentialausgleichsschiene wurde dann auch noch das Rohr hier geerdet. Und es müsste auch tatsächlich noch rübergehen, weil der sich noch ein Potentialausgleich bzw. ein Potentialausgleich ist im Endeffekt auch hier vorhanden gewesen. Sieht man auch, wurde in der Wand verlegt hier mit einem fetten Kabel. Hier noch diverse Sachen. Und so hast du hier auch eine Poti-Schiene. Hier war nur Telekommunikationsdose. Die fällt weg, die braucht er nicht mehr. Haben wir trotzdem noch beibehalten. Überall im Dachgeschoss ist auch Telekommunikation. Ich habe jetzt hier die Telekommunikationsleitung einfach zwar reingelegt, aber die wird nicht benutzt. Oder für Klingel ist das bestimmt, kann auch sein, welche auch nicht mehr Anwendung findet. Hier im unteren Anschlussraum, auch wegen APZ vorbereitet. Das Ding ist, ich hatte jetzt beim Zähleinbau vergessen, den Patch hier dran zu machen. Kann auch sein, dass er EHZ-Adapter bekommt oder die komplette Fläche hier ausgewechselt wird. Aber ich hatte keine andere Möglichkeit als 3-Punkt-Montage, weil der Zähler entsprechend in der Form schon drin gewesen ist. Und jetzt wollte ich das auch einmal aufmachen. Hatte ich meinen Schraubendreher mitgenommen? Oder liegt er noch hier irgendwo? Hier ein Haarsicherungshandschuh. Ah, habe ich hier oben hingelegt. So, können wir auch einmal reingucken. Sieht jetzt nicht so toll aus, wie ich es immer mache, aber ist natürlich dem geschuldet. Ist natürlich dem geschuldet von der Leitungslänge her. Hier sehen wir die vieradrige Leitung. Und dann bin ich ganz normal, so wie es auch im Vorfeld gewesen ist, mit dem Rechtsdrehfeld braun, schwarz, blau als L1, L2 und L3. Und dann hätte ich mehrere Möglichkeiten, den Pen, besser wäre, den hier unten auf ein PE drauf zu machen und dann von hier nach oben auf N zu drücken, weil Schutz hat mehr Priorität als neutral. Fakt ist, ich bin mit dem Pen jetzt hier auf die Neutralleiterschiene draufgegangen. Und von da aus, du wirst ja hier über den Sammelhalter gesammelt und dann habe ich hier N mit dem PE gebrückt und somit habe ich die beiden Leiter verbunden. So wie man es im Hausanschlusskasten hätte gemacht. Ich hätte die auch einfach so hier drauf machen können, Pen auf PE, und hier oben eine Brücke hinmachen können von der Hauptleitungsabzweigklemme und dann separieren zwischen Neutralleiter und dem Schutzleiter. Aber so geht's auch. Und von hier aus bin ich dann mit dem selektiven Leitungsschutzschalter zum Zähler gefahren. Vom Zähler geht's dann hier auf die Klemme. Von hier bin ich dann auf den Hauptschalter oben drauf gegangen, wo über alles läuft. Und dann bin ich auf den FI1 gegangen, von FI1 auf FI2 und so. Hier Neutralleiter auf den FI und auch runtergebrückt auf die FIs. Und Schutzleiter ganz normal einmal hier drauf und von hier nochmal runtergebrückt auf den PE. Dann haben wir hier FI-Schalter 1, wo Koch, Feldkeller und Heizung und Pumpe drauf ist. Das sind diese Adern. Und dann bin ich auch der Reihe gegangen, das, so wie die LS-Schalter sind. Und auch von hier zack, 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 auch der Reihe nach. Die hatte ich mir immer nacheinander, erstmal das, dann das, dann das. Und dann habe ich das Ganze gemacht. Und sonst von FI-2 haben wir hier und auch die PEs bis zum letzten. Dann weiß ich, okay, Garage ist dieser Schutzleiter und dieser Neutralleiter, der letzte. Und FI3 waren dann die neuen Leitungen, die gezogen wurden. Die musste ich ja beibehalten, die waren noch etwas kurz. Ich musste keine einzige verlängern. Normalerweise wäre ich auch hier oben reingegangen und nicht hier in den Anschlussraum. Aber es war halt Bestand. Und deswegen hätte es mit dem Mantel nicht gereicht, wenn man da reingeht. Deswegen, so ist auf jeden Fall, dafür, dass man umgerüstet hat, auf jeden Fall das Beste. Alle Mantel gucken schön durch und so ist okay. Somit haben wir hier FI3, die ganzen Sachen, die ich beschriftet habe. Und die gehen hier drauf, FI3. Und hier die Schutzleiter davon. Und so passt das. Und hier ist der Neutralleiter abgangsseitig von dem Fehlerstromschutzschalter. Und die anderen hier abgangsseitig nach da und der ist abgangsseitig hier drauf auf dem Neutralleiter. Und so funktioniert auch die Testtaste. Jetzt ist dunkel, weil hier Keller und so weiter drauf gewesen ist. Jetzt klackert es hier auch und da, der hat nämlich Bewegungsmelder eingebaut. Die hat er jetzt aber ausgeschaltet. Auch die, die ich damals ein Video gemacht habe, der hat sich echt alle
Videos angeschaut, jetzt klack und die leuchten. Und da oben hat er auch einen Bewegungsmelder für die Treppenbeleuchtung und dann noch eine Lampe, die parallel mit der Lampe beispielsweise verbunden ist. Die kann er hier drüber, Treppenlicht. Seht ihr? Hat er selber gemacht. Über eine Wechselschaltung sogar. Und das ist hier für Keller die Beleuchtung. Und hier ist Heizungsraum. Da ist der Heizungsschalter. Also den soll ich auch ändern. Er wusste ja nicht ganz, wie das angeschlossen wird in dem Fall. Aber normal Kontrollschalter, hier L drauf. Dann hier der geschaltete für die Heizung. Und hier der Neutralleiter. Und dann, wenn eingeschaltet ist, leuchtet's und läuft die Heizung. Hier ist auch aktuell einer drauf. Spannung ist gerade drauf. Glimmlampe leuchtet nicht mehr, da ist ein Widerstand und so weiter. Aber wir haben hier die Phase, die hier von der Varo kommt. Und dann ist das da der geschaltete, der schwarze hier oben. Und da ist der Neutralleiter, der blaue. Und so hat das funktioniert damals. Deswegen, den werde ich einmal neu machen, den Heizungsschalter. Und hier ist der alte Sicherungskasten. Und ich soll hier auch noch die Netzwerkdosen und Satelliten- bzw. Internetdosen machen. Hat er immer In- und Out gemacht und durchgeschliffen. Noch diese In- und Out-Dosen bis zur letzten auf dem Dach. Ist nur eine In-Dose mit so und so viel dB. Und hier eine normale Netzwerkdose. Der alte war ja hier unterer linker Anschlussraum. Zählerfeld, oberer Anschlussraum. Wo auch eine Vorsicherung für den FI gewesen ist, dann ein FI und mehrere Leitungsschutzschalter. Und hier unten war auch noch eine Hutschiene, aber wurde nicht benutzt. Sollte auch nicht für die Zwecke genutzt werden, sondern ist auch so mäßig für das EVU, sag ich mal. Deswegen zwei Hutschienen reichen halt nicht. Musste was Neues her und jetzt hat er auch was Neues. Hier hat er auch schon alles mäßig bereitgelegt. Zwei Verfahren, hier Netzwerk, hier Satelliten. Netzwerk und so weiter, kann ich mich dann bedienen und das Ganze einmal fertigstellen. Und somit habt ihr jetzt einmal hier den Sicherungskasten gesehen. Ich werde auch noch einen E-Check machen, wenn wir fertig sind mit dem Benning EP200. Isolationsmessung, Werte aufschreiben, Schleifenimpedanzmessung, Kurzschlussströme gucken, Erdungswiderstandsmessung oder Schutzleiterwiderstandsmessung und die ganzen Sachen. Spannungsfall, wobei, naja, wisst ihr selber, bei Leitungslängen und so, deswegen haben wir hier genug gesehen, ja, ne? Dann mache ich den auch gleich wieder zu, wird auch plombiert und hier dann auch die Abdeckungen drauf, aber erstmal E-Check machen und dann ist in Ordnung. Nur damit ihr mal einen Überblick gesehen habt, wie ich das gemacht habe und dass es tatsächlich auch richtig schön ordentlich geworden ist. Also der ist mega zufrieden gewesen. Ja, bei mir ist immer so mit dem, bei Twin oder Enthülsen, wenn ich ein bisschen unten stehen lasse an Kupfer, ich mag, ja, kann man abschneiden, fliegen die ganzen Litzenhärchen auf den Boden und in die Verteilung. Naja, wie auch immer. So ist das jetzt. Und hier sind noch die alten Sicherungen und so. Und Sachen, mit denen wir gearbeitet haben. War bestimmt mit 35 Ampere vorgesichert. Und das ist das ganze Zeug, was ich benötigt habe. Dann gehen wir mal weiter. Auch und hier auch noch Blinddosen, ne? Auch richtig schön. Ah, und darauf wollte ich auch noch mal kurz eingehen. Das Ding ist, die ganzen Leitungen, die sind ja Unterputz gewesen. Deswegen würde es keinen Sinn machen, mit den Aufputz zu gehen, aus der Wand raus, in den Zählerschrank zu fahren. Das ist auch das erste Mal, dass ich so einen Zählerschrank Unterputz eingebaut habe. Oder Halbunterputz, würde ich sagen. So wie der alte quasi. Ich habe mir erst mal gedacht, boah, geniale Wandstärke. Hätten wir nicht so eine heftige Wandstärke, weil hier wurde mäßig irgendwie zweimal gemauert. Dass man dann schäumt, einmörtelt, vielleicht an der Seite Schrauben durchmacht, um das seitlich zu befestigen, als wenn es eine Tür oder ein Fenster wäre. Oben hat er auch einen kompletten Sturz, auch über die Tür, richtig Hammer. Aber die Wandstärke war so immens, dass ich da tatsächlich Dübel reinmachen konnte an jeder Ecke und Schrauben, so wie sie das auch im Vorfeld gemacht haben. Richtig genau. Weil der war nur an der Wand hinten angeschraubt.
Hier ist die Wechselschaltung zum Beispiel. Und der hat mehrere Sachen. Hier hat er auch zum Beispiel Treppenbeleuchtung auch ausgeschaltet. Aber funktioniert über Bewegungsmelder. Und dann geht es entsprechend zum Obergeschoss. Hier Flur EG, 4 Spots. Hat er hier an der Decke Spots. Auch von mehreren Schaltstellungen aus. Genau. Das hier ist noch die, hier ist auch eine Wechselschaltung, ne? Ja. Hier ist die Phase, wo gerade Spannung drauf ist. Und dann müssen wir außen gucken, weil außen sind Lichtschalter und Lampen und so weiter. Und da muss ich dann die Phase auf eine schwarze drauf machen, gucken mit dem Prüfstift, wo Spannung ist. Und dann verknüppern, was muss da auf Dauerstrom, was muss geschaltet werden. Und dann gucken wir, was hier für ein Schalter ergiebig ist. Und der wird dann eingebaut, deswegen. So, das Ding ist, jetzt habe ich das hier hinbekommen mit dem Lichtschalter. Wir hatten ja die ganzen Adern. Erstmal habe ich angefangen, Schutzleiter und Neutralleiter alle durchzuverbinden und nach hinten in die Dose zu legen. Jetzt haben wir hier einen kommenden Außenleiter aus dem Zählerschrank und eine von der 5A-Trägen, welche als Dauerphase sein muss. Die geht nämlich da hinten zu diesem Wechselschalter. Gucken wir uns gleich von der Nähe an. Die geschaltete Ader hier habe ich ausfindig gemacht, wo ich Spannung drauf gegeben habe, dass dann die Lampe leuchtet. Die ist normal von innen schaltbar, mehr passiert da nichts. Jetzt haben wir hier aber korrespondierende und Lampe außen. Ihr müsst nämlich vorstellen, dass eine 5-adrige Leitung von der Dose einmal hier rüber zu dem Schalter geht. Hier ist die Dauerphase, die ich draufgelegt habe von dem Einschalter. Und hier haben wir die korrespondierenden, welche dafür sorgen, dass die Lampe und da hinten noch eine Lampe. Jetzt ist aus, jetzt schalte ich, jetzt ist an. Genau, das einmal so, weil die Lampenleitung hier, die geht auch zu der Dose da hinten. Das ist nämlich die hier, die braune, die ich jetzt noch auf schwarz gemacht habe, weil die ist 5-adrig und geht nach da hinten. Deswegen auch die anderen korrespondierenden, weil hier eine 5-adrige nach da hinten hingeht. Zu diesem Wechselschalter haben wir auch ganz normal. Die Korrespondierenden sind einmal 1:1 durchverbunden. Die eine Korrespondierende bis nach hinten hin und die andere Korrespondierende über die Dose bis nach hinten hin mit Vagus durchverbunden. Jetzt haben wir hier die Lampenleitung drauf, welche hier drauf geht und auf die braune zur Verteilung. Und die schwarze hier, die geht hier drauf. Und jetzt kann ich den auch schalten und dann ist hier aus und da hinten auch aus. Heißt, die haben das damals bestimmt auch so gemacht. Die beiden Leuchten parallel über eine Wechselschaltung geschaltet, obwohl eine Lampenleitung in der Dose ist. Die andere haben sie so gezogen. Aber habt ihr ja gesehen, ist möglich. Hier ist Spannung drauf. Hier nicht mehr. Funktioniert. Und jetzt schalte ich hier. Hab hier wieder Spannung drauf. Und hinten natürlich auch. Musste mal ein bisschen gucken. Durchgang prüfen der einzelnen Drähte. Und dann wusste man schon, womit man hier zu tun hat. Mit einer Wechselschaltung für die beiden Leuchten. Das heißt aber, die Schalter macht er eh neu und dann kann das alles wieder rein. Ups. Aber haben sie gut gemacht damals. Das sind die Kinderzimmer. Hier hat er einen Schalter, da eine Steckdose. Dann hier 4 Steckdosen, da eine Steckdose. Hier auch für Rollo hat er sich die Teile überall hingemacht. Und funktioniert auch. Jetzt in dem Fall fährt es nach oben. Da hat er noch Steckdosen. Hier ein Schalter, da hat er auch einen Schalter, überall so kreuzschaltermäßig gemacht, überall Steckdosen hingemacht und ich habe hier jetzt dann auch die Satellitendose und die Netzwerkdose angebracht, schön in Waage. Hier genau das gleiche und so sieht es hier überall aus. So, da haben wir einen Netzwerkschrank hingemacht, hat er sich hier aus Holz gebaut. Ich bin noch mit den Schrauben nicht durch. Ah, hier sieht man auch, klack, Bewegungsmelder hat mich erkannt. Da ist auch noch einer. Einen von beiden hat er ausgemacht, gegebenenfalls. Hier ganz schön gemacht. Mit Strom ist er da rausgekommen. Mit den Netzwerkleitungen ist er da rausgekommen. Und dann habe ich auch schon Netzwerktest gemacht. Bezüglich auch Kinderzimmer, weil ich hatte Kind 2, Kind 2, Kind 2, Kind 1. Hatten sie sich mit der Beschriftung vertan und haben was ausfindig gemacht. Und dann ist in Ordnung. Den Netzwerkschrank haben wir hier festgeschraubt. So sieht er jetzt aus.
Einige haben auch schon geschrieben, das ist nicht so gut mit dem Biegeradius. Ziehen wir noch ein bisschen nach vorne und dann sind die nicht so stramm, weil bei der Wärme kann es sein, dass die sonst platzen und kaputt gehen. Wenn man es normal macht, macht man kurze Stücke. Also Patch-Feld-Switch, dann kurze Aderdrücken einfach hinmachen. Oder man bündelt sich die, so wie ich das hier gemacht habe, zur Seite hin und geht dann hier an der Seite nach hinten und macht sich das alles schön. Kann man so oder so machen. Hier ist eine Steckdose, da sind jetzt die beiden Switches dran. Da wird doch am Ende der Router angeschlossen. Dann haben wir hier ein LAN-Kabel noch ausgeführt für einen Router. Über irgendein Port sind die beiden Switches miteinander verbunden und alles andere kann man ja lesen. Belegung nach Variante A, schlafen, Küche, Kind 1. Wohnen muss ich noch machen, Küche muss ich noch machen, schlafen habe ich, Küche muss ich noch machen, Dach habe ich, Essen muss ich noch machen, Hobby ist im Keller, die, wo ich gesagt habe, Kind 1, Kind 2. Genau, nee, schlafen habe ich schon fertig, Kinderzimmer habe ich schon fertig, den Rest muss ich auf jeden Fall gleich noch machen. Und hier ist dann das andere Ende, hat er auch schon vorbereitet mit Aufputz, da kommen die Leitungen, hat eine Steckdose und die Dose für Internet mit In und Out, wo man sich dann ranmacht mit dem Router und dann über das Kabel den Router ansteckt. Hier hat man dann die Spannungsversorgung für alles und den Router kann man dann über die Steckdose hier bespeisen, deswegen mache ich das da auch am Ende noch fertig und dann ist das auch ganz gut normal abschließbar und so ist okay. Ja, Kinderzimmer hier identisch. Steckdosen, Lichtschalter, Steckdosen und da hier Steckdosen, Netzwerk und hier auch Netzwerk, zack, und sieht auch ganz schick aus. Und überall da so die Rollo-Schalter, hat er direkt das Rollo-Kabel dahin gemacht und von einer x-beliebigen Steckdose einfach den Strom dahin gezogen und dann war die Geschichte auch schon in Ordnung. So, und Chevys sind auch schon eingebaut, deswegen ich soll bei der Isolationsmessung aufpassen. Aber ich werde eh nicht zwischen L und N die ISO-Messung machen, weil Lampen eingebaut sind. Da habe ich eh einen Wert von Isolationsfehler. Deswegen nur zwischen N und PE auf 250 Volt fahren. Und dann habe ich meine ISO-Messung über alle drei Phasen direkt aus dem Sicherungskasten. Genau, wenn alles ausgeschaltet ist. Und das hier ist meiner Meinung nach Vorzeigeobjekt dafür, wie andere Leute auch in Eigenleistung Leitungen verlegen können, Unterputzdosen eingipsen oder einschäumen können und Spots einbauen, Trockenbau, je nachdem, der macht alles selber richtig gut, ohne Vorkenntnisse und das Ergebnis ist optimal. Und Dachgeschoss geht es dann entsprechend noch hier nach oben, ist auch ausgebaut, schöne Deckenhöhe, hier dann Lichtschalter für Treppenbeleuchtung, hier dann Schalter für hier oben. Und Steckdose, hier Blindabdeckung und ein Lichtschalter für die Lampe da oben. Hier habe ich gerade eben die letzte Sattdose gemacht, hier hat er noch eine Steckdose. Hier ganz viele Steckdosen, hier noch eine Blindabdeckung und hier habe ich gerade eben die Netzwerkdose fertig gemacht. Eine Steckdose war schon optimal. Das wäre es auch tatsächlich, mehr wollte ich euch gar nicht von diesem ganzen Projekt hier zeigen. Einfach nur wie Zuschauer anhand von meiner Videos das Ganze hier bewerkstelligen und mich dann kurz anrufen, um solche Sachen wie Zählerschrank und Netzwerkschränke fertig zu machen und der Rest einfach optimal, genau. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!